In diesem Sinn könnte die Kirche dann eine Art Role Model werden, wie man Unterschiede, wie man Fremdheit, wie man Andersheit, wie man Vielfalt wahrnimmt, wie man mit ihr umgeht. Ich ergänze jetzt noch, wie man auch um sie ringt und streitet und wie es ausschaut, diesen Prozess, Einheit in Vielfalt zu werden und zu leben. Ja, das Thema, das mir gestellt wurde, Vielfalt als Bedrohung, Auswege aus der Polarisierung in Kirche und Gesellschaft, möchte ich gern mit meinen beiden Hüten beantworten, mit meinem Hut als Theologin, als Pastoraltheologin im Speziellen, aber auch als Sozialforscherin, weil ich glaube, dass man aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive auf die Wahrnehmung von Vielfalt auch einiges für die aktuellen kirchlichen Herausforderungen im Umgang mit Diversität lernen kann. Ich habe mir das so vorgestellt, ich möchte auch biblisch beginnen. Sie sehen hier den Turmbau zu Babel, weil das Thema, wie man Einheit und Vielfalt in Spannung hält und gestaltet und vermittelt, aus meiner Sicht ein roter Faden ist, der sich durch die gesamte Heilige Schrift zieht. Möchte dann in einem nächsten Schritt Ihnen zwei Studien vorstellen, um Ihnen empirische Einblicke zu geben, wie denn jetzt der soziologische Begriff ist ja weniger Vielfalt, sondern Andersheit, Fremdheit, Stichwort Fremdenfeindlichkeit und unterschiedliche Formen von Vorurteilen, wie das empirisch wahrgenommen wird, mit einem Fokus auf die Frage, was denn die Kirche aus der sozialwissenschaftlichen Forschung lernen kann. Möchte dann einige exemplarische Ursachen für diese Situation benennen und mich dann konzentrieren, welche Handlungsperspektiven für unsere Kirche sich daraus ergeben. Und ich habe Ihnen dann, wenn es ausgeht, noch drei Zitate mitgebracht, die ich in diesem Zusammenhang sehr hilfreich finde. Ich beginne mit dem Turmbau zu Babel. Auch die Verfasser der alttestamentlichen Schriften stehen schon vor der anthropologischen Grunderfahrung, dass Vielfalt nicht nur bereichernd ist, sondern auch sehr schmerzvoll ist und auch als Bedrohung erfahren werden kann und sich nicht selten mit Zerrissenheit und mit Gewalt verbindet und damit eine Bedrohung für den Zusammenhalt und für die Einheit darstellen kann. Und möglicherweise, so wird der Turmbau zu Babel ja in der Tradition immer wieder interpretiert, als eine Strafe erlebt wird. Ich bin keine Bibelwissenschaftlerin, der Kollege Söding möge mich korrigieren, wenn ich hier Unsinn rede. Ich beziehe mich hier ganz zentral auf den Jürgen Ebach, bei dem ich eine wunderbare Auslegung gefunden habe. Und aus der jüdischen Tradition ist mir eine sehr ähnliche Auslegung dieser Turmbaugeschichte bekannt. Das Wort Strafe kommt in dem Text eigentlich gar nicht vor, sagt etwas über die Wahrnehmung und die Interpreten und Interpretinnen dieses Textes, sondern, und das ist die sehr steile These, der ich mich aber anschließen kann, nach Ebach schützt die Vielfalt, also schützt, ist die Einzigartigkeit, die Fremdheit von Menschen untereinander und damit natürlich auch die Vielfalt, schützt die Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen. Und macht es nötig, was nicht immer angenehm ist, einander immer wieder neu verstehen lernen zu müssen und sich mit der konstitutiven und auch nicht aufhebbaren Anders- und Fremdheit jedes Menschen auseinandersetzen zu müssen und diese auch anerkennen zu lernen. Und das ist ein menschheitsgeschichtlicher Lernprozess, der mit vielen Schwierigkeiten und leider auch mit viel Gewalt verbunden ist. Jetzt näher zu dieser Turmbaugeschichte nach Genesis 11, 1 bis 9. Die muss man im größeren Kontext, nämlich der Geschichten, sehen, wie sie zuvor beschrieben werden. Ich habe hier einen Satz von der Hannah Arendt gewählt, um die schöpfungstheologische Grundaussage und die damit beschriebene Grundgegebenheit zu beschreiben, von der Genesis 1 eigentlich schon ausgeht, indirekt. Vielfalt ist das Gesetz der Erde. Also Vielfalt ist quasi die Normalität der Schöpfung und sie ist ein Faktum, an dem es eigentlich zunächst nichts zu rütteln gibt. Die Vielfalt der Arten,
die Vielfalt in der Naturschöpfung, auch die Vielfalt und die Einzigartigkeit geschichtlicher Ereignisse, all das ist Normalität und eine schöpfungstheologische Grundgegebenheit. Mit Blick auf den Menschen hat die Vielfalt der Menschen ihren Ursprung in der Einzigartigkeit jedes Menschen, also in der Tatsache, dass jeder einzelne Mensch ein Abbild Gottes darstellt und damit die unausschöpfliche Fülle und Einzigartigkeit in einzelnen Aspekten repräsentiert und darstellt in dieser ganz konkreten Welt. Also die Vielfalt ist quasi kein, ist jetzt, hängt jetzt, so wie wir es oft wahrnehmen, gesellschaftlich nicht damit zusammen, dass plötzlich Konflikte auftauchen, oder dass es verschiedene Gruppen oder Völker oder Meinungsgruppen gibt, sondern weil jeder Mensch einzigartig ist, ist jeder Mensch anders, ist jeder Mensch verschieden und ist Pluralität der Menschen, ist Vielfalt der Menschen, eine schöpfungstheologische Grundgegebenheit. In Genesis 10 wird eine ganze Liste von Menschen und Völkern benannt, womit zum Ausdruck gebracht wird, dass nach der Sintflut die Vielfalt der Menschen und Völker wiederhergestellt ist. Und bemerkenswert in diesem Abschnitt, alle sprechen damals, so die Erzählung, eine Sprache und sie gebrauchen die gleichen Worte. Sie verstehen einander also. Das genügt aber Einzelnen offensichtlich nicht und die Menschen beginnen nun durch das gemeinsame Projekt eines himmelhohen Turmbaus Einheit herzustellen, um sich damit einen Namen zu machen. Der Jürgen Ebach zeigt in der Auseinandersetzung mit dem hebräischen Text so wunderschön, finde ich, wie dadurch auch Uniformisierungsprozesse bis hinein in die Sprache erfolgen, also sich die Sprache nur mehr auf das Machen fokussiert. Also kommt, lasst uns das machen, gib mir den Ziegel, Sie müssen das lesen, es ist wirklich ganz wunderbar. Alle müssen sich nun diesem Projekt unterordnen und dieses Projekt ist ein Vereinheitlichungsprojekt. Gott sieht diesem Treiben zu, ich nenne das jetzt ein Uniformisierungstreiben und setzt diesem Projekt ein Ende, indem, so wie Genesis 11 das erzählt, indem er die Sprache der Menschen verwirrt, sodass keiner mehr den anderen versteht. Und diese Sprachverwirrung wird, so vermittelt das der Text, atmosphärisch als bedrohlich erlebt, aber, so Jürgen Ebach, die Fremdheit, die ab nun zwischen den Menschen herrscht, schützt, obwohl sie schmerzhaft ist, auch vor allen Uniformisierungsversuchen, insbesondere auch totalitären Uniformisierungsversuchen, denen sich Menschen unterzuordnen haben und damit die Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen. Sie führt aber auch zur Notwendigkeit, sich mit den Dimensionen der Vielfalt auseinanderzusetzen, die man in den 80er, 90er Jahren der Philosophie Alterität und Alienität benannt hat, also mit dem Verschiedensein. Alterität, da findet man immer noch etwas, das einen miteinander verbindet, aber auch mit dem Phänomen der Alienität, also einer unaufhebbaren Fremdheitserfahrung, die auch durch Verstehen nicht gänzlich ein oder vielleicht auch gar nicht eingeholt werden kann und dann ausgehalten werden muss. Vielfalt ist demnach aus dieser Perspektive eine schöpfungstheologische Realität und verlangt nach Gestaltung. Und für unsere heutige Situation bedeutet das sowohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft, dass selbst dann, wenn wir es nicht mit Polarisierungen zu tun hätten, nicht mit Spaltungen, wenn die kulturelle, religiöse und weltanschauliche Pluralität nicht wachsen würden, gesellschaftlich infolge von Säkularisierung und Migration, innerkirchlich durch die verschiedenen Verwerfungen, von denen Kollege Söding ja vorher auch schon gesprochen hat, selbst dann müssten sich Kirche und Gesellschaft darüber verständigen, wie sie es denn mit Alterität und Alienität haben, wie sie sie wahrnehmen und wie sie mit diesen umgehen möchten. Also so gesehen könnte man die aktuellen Konflikte auch als einen Impuls verstehen, der uns auf eine eben diese schöpfungstheologische Grundrealität zurückwirft und uns bewusst macht, dass jeder Mensch für einen anderen Menschen letztlich auch ein Fremder bleibt und dass die Aufgabe, das einander verstehen zu lernen, eine konstitutive menschliche, gesellschaftliche und daher natürlich auch kirchliche Grundaufgabe ist. Vielfalt wird demnach als gleichzeitig bereichernd, also als Normalität beschrieben, aber eben auch als bedrohlich erzählt. Eine solche Sichtweise ist nicht erst heute, wie der biblische Text zeigt, vielen Menschen fremd. Empirische Studien zeigen, wie sich das dann konkret manifestiert. Und vielleicht gleich vorweg, ehe ich jetzt zu den empirischen Einblicken komme, auch Menschen, die sich als katholisch, evangelisch, orthodox verstehen, muslimisch, auch
innerhalb der Kirche, jetzt auch innerhalb unserer Kirche, gibt es ausreichend Menschen, die Vielfalt als Bedrohung erleben und sich mit Fremdheit, Andersheit, Verschiedenheit sehr, sehr schwer tun. Und das würde ich Ihnen gern jetzt anhand zweier empirischer Studien zeigen, um dann zu fragen, was kann die Kirche da eigentlich davon lernen? Das erste große Projekt, das ist vielen von Ihnen wahrscheinlich bekannt, das ist eine Langzeitstudie der Universität Bielefeld, geleitet von Wilhelm Heidmeier, die von 2002 bis 2012 zunächst mal stattgefunden hat unter dem Titel Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Damit wird ein bestimmtes Syndrom beschrieben, das ich gleich noch näher beschreiben möchte, und wird mittlerweile von der Friedrich-Ebert-Stiftung weitergeführt. Das sind die sogenannten Mitte-Studien, die regelmäßig erscheinen. Leider haben wir in Österreich sowas nicht. Ich habe aber aus diesem Projekt auch für Österreich sehr viel gelernt. Was ist mit diesem Syndrom gemeint? Es handelt sich hier um abwertende Einstellungen gegenüber verschiedenen Menschengruppen, die als anders und fremd wahrgenommen werden. Also Sie sehen schon, dass auch in der Forschung, das würde ich jetzt quasi aus meiner bibeltheologischen Perspektive kritisch hinterfragen, die Kategorie anders, fremd, verschieden und vielfältig vor allen Dingen an anderen Gruppen festgemacht wird und gar nicht in den Blick kommt, dass natürlich auch dann zum Beispiel die sogenannte Mehrheitsgesellschaft oder die kirchliche Mehrheit in sich selbst auch schon plural ist, und in sich selbst verschieden ist. Diese Abwertungen nennt man oder bezeichnet diese Forschungsgruppe als ein gemeinsames Syndrom. Das heißt, in der Regel, also empirisch, treten sie gleichzeitig auf. Das heißt, wenn eine Person der Abwertung einer bestimmten Gruppe zustimmt, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit signifikant höher, dass auch andere Gruppen von ihr abgewertet und diskriminiert werden. Das Spannende an diesem Phänomen ist, dass die Ausprägungen dieses Syndroms einen gemeinsamen Kern haben, den die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diesbezüglich benannt haben. Und dabei handelt es sich um die Ideologie der Ungleichwertigkeit, also es sind nicht alle Menschen gleich viel wert. Und die Wertigkeit oder die Bewertung, nach der hier vorgegangen wird, erfolgt entlang der ökonomischen Nützlichkeit. Sie werden das dann an den konkreten Zahlen gleich merken, welche Gruppen stärker und welche weniger stark abgewertet werden. Also es ist quasi eine ökonomische Ideologie im Hintergrund, die aus der Perspektive der Befragten dazu führt, dass man unterschiedliche Menschengruppen in einer Hierarchie der Abwertungen anordnet. Was gehört da alles dazu und was ist da auch alles erforscht worden mit einem ganz komplexen Fragesystem? Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Rassismus, die Abwertung behinderter Menschen, wohnungsloser Menschen, Sinti und Roma, asylsuchende Menschen, langzeitarbeitslose Menschen, die Frage des Sexismus, die Abwertung homosexueller Menschen, etablierten Vorrechte, also damit ist gemeint auch Höherwertigkeitsvorstellungen und Fremdenfeindlichkeit. Das Beunruhigende, das sich in diesem Projekt zeigt, ist, dass dieses Syndrom nicht am Rande des politischen Spektrums zu verorten ist, sondern, da ergänze ich jetzt dazu, auch dynamisiert durch politische und mediale Diskurse sich mitten und in weiten Teilen der Bevölkerung vorfindet und daher auch jetzt für unseren Kontext interessant unter Katholikinnen und Katholiken anzutreffen ist. Das haben wir dann auch bei unserer eigenen europäischen Wertestudie uns angeschaut und das bestätigt sich da auch. Hier sehen Sie die jüngste Mitte-Studie von Zick und Cooper, die geforderte Mitte aus 2021. Ich lese Ihnen da jetzt nicht alle Zahlen vor, aber wenn Sie sich das ein bisschen anschauen, dann gibt es einerseits eine gute Nachricht. Bei den einzelnen Indikatoren, die zu diesem Syndrom gehören, sehen Sie über den Zeitverlauf hinweg bei den eindeutig positiven Zustimmungen eigentlich einen Rückgang. Ja? Also beispielsweise Rassismus von 8,9 auf 6,4, Antisemitismus von 9,4 auf 7,5. Das zieht sich ziemlich durch. Gleichzeitig ist aber die Zustimmung zu teils Antworten bei allen Indikatoren des gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeitssyndroms signifikant gestiegen. Und das ist bei näherer Betrachtung, wie sich dann, also welche anderen Faktoren hier dann noch eine Rolle spielen, ein eher beunruhigendes Zeichen, weil diese teils Antworten oder die Respondentinnen, die so antworten, jetzt vom gesamten Gefüge, vom soziodemografischen Gefüge eher jenen ähneln, die eindeutig zustimmen.
Das heißt, es stimmt zwar nur eine Minderheit den jeweiligen Vorurteilen gegenüber diesen unterschiedlichen Gruppen, die als anders oder fremd wahrgenommen werden, eindeutig zu, nehmen sogar ab über den Zeitvergleich, aber die Teils-Teils-Antworten sind doch deutlich gestiegen. Das Forschungsteam hat dann auch sich noch genauer angeschaut, welche demografischen Faktoren die Zustimmungen und Ablehnungen beeinflussen. Das ist zunächst einmal das Geschlecht. Also Männer zeigen deutlich häufiger dieses GMF-Syndrom, auch ältere Personen, niedriger gebildete Personen. Und in Österreich, das nehme ich gleich vorweg, zeigt sich auch noch ein Zusammenhang mit dem Erwerbseinkommen, also ärmere Personen. Was jetzt für die Frage nach Vielfalt und Einheit interessant ist, jetzt zunächst mal nur mit Blick auf dieses gruppenbezogene Menschenfeindlichkeitssyndrom. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen der Einschätzung von Diversität, dann auch dem Ablehnen von bestimmten Gruppen und dem Erleben des sozialen Zusammenhalts. Die Studie hat gefragt, nach der Zustimmung oder Ablehnung folgender Aussage: Verschiedene kulturelle Gruppen bereichern unsere Gesellschaft. Das lehnen jetzt an sich nur 8,2% ab. Sie haben aber wiederum hier 20,7%, die damit teils, teils zustimmen. Also ein Drittel hat hier zumindest ein ambivalentes Verhältnis in Bezug auf die Bereicherung der Gesellschaft durch kulturelle Gruppen. Beruhigend, die große Mehrheit stimmt hier zu. Aber je stärker die Befragten den Zusammenhalt der Deutschen bedroht sehen, und je stärker sie meinen, dass die Vielfalt den Zusammenhalt bedroht und je weniger sie Diversität als Bereicherung erleben, umso stärker sind dann solche menschenfeindlichen Einstellungen, umso stärker wird Vielfalt als Bedrohung erlebt. Die stärksten Vorurteile haben in dieser Studie jene, die gegen Vielfalt sind, also Vielfalt ablehnen und da überhaupt keine Bereicherung drin erkennen können und gleichzeitig den Zusammenhalt der Deutschen als bedroht wahrnehmen. Und die schwächsten Vorurteile haben dann jene, die Vielfalt befürworten und den Zusammenhalt nicht als gefährdet erachten. Daraus kann als erste Schlussfolgerung formuliert werden, das, was die Studienautoren das Zusammenhaltsparadox nennen. Das heißt, je stärker der Zusammenhalt, und das nenne ich jetzt mit Blick auf unser Interesse auch Einheit, als bedroht erlebt wird, umso stärker wird auch Vielfalt als Bedrohung erlebt. Ja. Warum ist das, oder zu welchem Paradox führt das? Eigentlich müsste man dann, um den Zusammenhalt zu stärken, wie man auch aus der sozialwissenschaftlichen und politikwissenschaftlichen Forschung weiß, massiv in Integration im Sinne der Stärkung von Partizipation investieren, damit es eine Erfahrung des Zusammenhalts, also der Einheit gibt. Das geschieht aber nicht. Stattdessen wird die Vielfalt und werden andere Gruppen als Bedrohungsfaktoren identifiziert. Und das wiederum verschärft das Erleben des bedrohten Zusammenhalts. Also wir sind dann in einem Teufelskreislauf drinnen, was aber bedeutet, dass die erste Herausforderung im Umgang mit Vielfalt darin liegt, wenn man sie gestalten will, wie viel Zusammenhalt wird erlebt. Ja, und das muss nicht immer unbedingt etwas mit dem realen Zusammenhalt zu tun haben, sondern da ist entscheidend, wie Menschen etwas erleben und auch welche Vorstellungen sie beispielsweise von Zusammenhalt und Einheit haben. Und erst sekundär wird dann die Einstellung zu Vielfalt, die Wertschätzung oder eben auch die Abwertung zu einem Problem. Das war so eine Studie, eine große, aus der man, wie Sie gleich sehen werden, dann auch noch was für die Kirche lernen kann. Die zweite Studie bezieht sich auf das, was also auf das Forschungsprojekt oder die Forschungsgruppe, in der ich da seit, glaube ich, 30 Jahren tätig bin, die Europäische Wertestudie, wo wir uns bei den letzten Studien sowohl auf der internationalen europäischen Ebene als auch auf der Österreich-Ebene mit der Frage beschäftigt haben, wie wirken sich denn religiöse Einstellungen auf politische Einstellungen, nämlich auf demokratiepolitisch relevante Einstellungen aus. Sie können die Folien dann gerne haben, um sich beispielsweise auch die Links dazu anzuschauen. Ich habe Ihnen hier quasi aus der Österreich-Auswertung, weil wir da die meisten Daten haben, weil wir dann auch Zusatzfragen dazu genommen haben, mal den Kontext beschrieben. Warum habe ich den Kontext ausgewählt? Weil ich verdeutlichen möchte, dass die Wahrnehmung von Vielfalt untrennbar verbunden ist mit dem gesellschaftlichen Gesamtgefüge, in dem man sich vorfindet und wie dieser wahrgenommen wird.
Das heißt, ich schaue mir an, oder wir haben uns angeschaut, die Lage der Demokratie in Österreich, und das wird vielleicht in Deutschland nicht ganz unähnlich sein. Was wir in Österreich beobachten, ist eine manifeste Krise der liberalen, menschenrechtsbasierten Demokratie in Österreich. Das schließt nicht aus, dass in Österreich über, ich glaube, 95% der Demokratie als Regierungsform und Verfassungsform zustimmen. Also das ist ganz hoch. Aber gleichzeitig, also das Dach ist quasi in Ordnung, aber wenn man dann tiefer schaut, wird man feststellen, dass es in Österreich in Teilen, und zwar in großen Teilen der Bevölkerung, einen massiven Vertrauensschwund in die Demokratie und ihre Institutionen gibt. In alle Institutionen übrigens. Und die Kirche in Österreich ist mittlerweile bei 28% der Bevölkerung gelandet, die sagen, sie vertrauen der Kirche. Das ist innerhalb von 3 Jahren, innerhalb von 4 Jahren über 10% nochmal gesunken. Die einzige Institution, die konstant Vertrauen genießt, ist die Polizei in Österreich. Die Zufriedenheit mit der Demokratie ist seit der Pandemie signifikant gesunken und der Autoritarismus ist gestiegen. Das heißt, ein Teil der Bevölkerung hat kein menschenrechtsbasiertes Demokratieverständnis mehr, sondern ein illiberales Demokratieverständnis. Das heißt, ihre Vorstellung von Demokratie verbindet sich mit autoritären Einstellungen und jetzt auch hier wieder mit einer massiven Ablehnung von Diversität, mit ausgeprägten Parametern, die Fremdenfeindlichkeit indizieren und einem starken Wunsch nach homogenen Gesellschaften. Also Einheit quasi ist gleich homogene Gesellschaft. Auch hier haben wir uns die Einflussfaktoren angeschaut. Wiederum die niedrige Bildung spielt eine Rolle. Auch die Art des Medienkonsums, also Personen, die viel Social Media konsumieren, haben da eine höhere Wahrscheinlichkeit, in diese Gruppe der illiberalen Demokraten zu gehören. Leute, die Zeitung lesen, interessanterweise deutlich weniger. Materialistische Einstellungen und jetzt für unseren Kontext interessant, auch ein religiöses Selbstverständnis kann die Wahrscheinlichkeit für ein illiberales Demokratieverständnis erhöhen. Und hängt dann auch eng mit der Ablehnung von Vielfalt und einem erhöhten Ausmaß an Ablehnung gegenüber verschiedenen sozialen Gruppen, die als anders wahrgenommen werden, zusammen. Was wir beobachtet haben, das gilt im Übrigen auch für ganz Europa. Hier ist es für Österreich formuliert, aber es ist ein Phänomen, das der Gerd Bickel und die Susanne Bickel für ganz Europa konstatiert haben, ist ein ambivalenter Einfluss von subjektiver Religiosität auf demokratiepolitische Einstellungen. Der kann positiv sein, wenn das Vertrauen ins Parlament groß ist, wenn die Qualität der Demokratie positiv eingeschätzt wird, und wenn man einen starken Führer anstelle eines Parlaments ablehnt. Das trifft aber nur dann zu, wenn diese Personen gleichzeitig aktives Mitglied in einer religiösen Organisation sind und sich auch aktiv sozial engagieren. Dann wirkt sich Religiosität auf die Einstellungen zu Vielfalt und auf demokratiepolitisch relevante Einstellungen positiv aus. Und nach Adorno ist ja die Einstellung zu Vielfalt ein ganz zentraler Kern einer liberalen, menschenrechtsbasierten Demokratie. Also Stichwort, es ist normal, verschieden zu sein oder ohne Angst, verschieden sein zu können. Negativ wirkt sich das dann aus, wenn das Vertrauen ins Parlament gering ist, die Menschen unzufrieden sind mit der Demokratie und einen starken Führer anstelle eines gewählten Parlaments befürworten als Regierungsform. Und das findet sich bei Personen, die ein religiöses Selbstverständnis und eine hohe Wichtigkeit Gottes im Leben haben und gleichzeitig keine aktive Zugehörigkeit zu einer religiösen Organisation und Praxis aufweisen. Also quasi eine Art entbetteter Religiosität, also lebenspraktisch entbetteter Religiosität haben und Religiosität sowas darstellt wie einen kulturellen Identity-Marker, der dann in der Regel zur Abwertung und Abgrenzung von Personengruppen verwendet wird, die als anders wahrgenommen werden. Das bezieht sich in der europäischen Wertestudie vor allen Dingen auf Migranten und Migrantinnen und Muslime und Musliminnen. Das heißt, entscheidend für den Einfluss auf demokratiepolitische Einstellungen sind aktive Zugehörigkeit und eine aktive soziale Praxis. In diesem Kontext haben wir uns dann eben diese Religionsfrage angeschaut und da steht mal grundsätzlich fest, dass die religiöse Pluralisierung, mit der wir zu tun haben, ist natürlich nicht nur eine religiöse, ist auch eine weltanschauliche Pluralisierung, aber die religiöse Pluralisierung ist für
liberale Demokratien eine große Herausforderung und auch für Religionsgemeinschaften und natürlich auch für religiöse Menschen. Was Gerd Pickel und auch der Kollege Schuster und ich gemeinsam herausgefunden haben, war, dass Vorurteile gegenüber anderen Gruppen in Verbindung mit Religiosität sich wiederum sehr ambivalent auswirken können. Das heißt, was sich gezeigt hat, ist, entscheidend ist die Art von Religiosität, die jemand hat, die man jetzt aufgrund der Studie eruieren kann. Da ist zum einen die Kombination von Religiosität mit ethnozentrischen und nationalistischen Vorurteilen. Das erhöht eine negative Auswirkung von Religiosität auf demokratiepolitische Einstellungen. Ein religiöser Exklusivismus wirkt vorurteilsverstärkend, also quasi nur meine Religion ist die einzige und absolute wahre. Offenheit und für Pluralität und ein universalistisches Ethos schwächen Vorurteile gegenüber anderen Gruppen. Und Religiosität zeigt sich als kultureller Identity-Marker, wie ich es vorher schon gesagt habe. Das heißt, zusammengefasst, Personen, die sich eine kulturell homogene anstelle einer pluralen Gesellschaft wünschen, Vorurteile gegenüber anderen sozialen Gruppen haben und ein exklusivistisches Religionsverständnis haben, tendieren stärker zu antidemokratischen Einstellungen. Und Gerd Bickel hat nachgewiesen, dass Vorurteile gegenüber anderen Gruppen die zentrale Brücke sind, die Religiosität zu einem Faktor machen können, der demokratiepolitische Einstellungen negativ beeinflusst. Also er spricht in dem Zusammenhang von Wahlverwandtschaften mit rechtsautoritären Parteien, die sich eben auch im kirchlichen Bereich finden lassen und ebenfalls gut erforscht sind. Das heißt, die Ablehnung von Diversität jetzt aus einer gesellschaftlichen Perspektive hängt eng mit der Krise der Demokratie zusammen. Die negativen Vorurteile, die hier besonders, also die erforscht worden sind, die Wertestudie hat jetzt nicht so ein differenziertes Set an Personengruppen wie die Mitte-Studie, aber auch hier zeigen sich vor allen Dingen drei Gruppen, wo das relevant ist. Es geht um, also es sind Juden, es sind Muslime und viel mehr noch als diese beiden Gruppen, die Ablehnung von homosexuellen Menschen, die in Österreich sehr ausgeprägt ist und eng mit antidemokratischen Einstellungen zusammenhängt. Also in Österreich wollen 46% zum Beispiel nicht neben homosexuellen Menschen leben. Genau, das habe ich eh schon gesagt. Was da auch noch wichtig ist, wenn ich jetzt von Österreich wegschaue und mir die Daten anschaue, ganz Europa, gibt es dann nochmal deutliche Unterschiede zwischen West- und Osteuropa. In Osteuropa haben sie vor allen Dingen diese enge Verbindung, bei vielen Befragten diese enge Verbindung von Ethnozentrismus, Nationalismus und Religiosität, weil auch nach 89 die Kirchen, nicht in allen Ländern, aber in einigen Ländern, die Kirchen da eine Rolle übernommen haben im Zug des Nation Building. Und sich das dann auch in den Werthaltungen widerspiegelt. Und was man auch erwähnen muss, damit quasi nicht der Eindruck entsteht, das liegt jetzt alles bei der Religion, auch eine explizite Ablehnung von Religion fördert antidemokratische Systemalternativen. Also am demokratiekompatibelsten sind quasi Leute, die so eine mittlere Religiosität haben und die jetzt nicht, also die weder radikal alle Indikatoren, die Religiosität indizieren, ablehnen oder extrem zustimmen. Eine mittlere Ausprägung ist auch am diversitätskompatibelsten. Was kann die Kirche da jetzt lernen aus diesen Studien für ihre internen Probleme mit Vielfalt? Hinter dem Erleben von Vielfalt als Bedrohung stehen sehr oft Ideologien. Das Wort verwende ich jetzt nicht im Sinn von Karl Marx, sondern neutral, also als quasi eine bestimmte Vorstellung von etwas. Das können sein Vorstellungen von Zusammenhalt, Bilder, Vorstellungen, Theorien darüber, wie Einheit auszusehen hat, Vorstellungen von Wahrheit und wie die zu definieren ist. Und des Weiteren Höher- und Minderwertigkeitsvorstellungen. Also zum Beispiel, wie schaut ein richtiger rechter Glaube aus? Wie schaut das richtig und korrekt aus, wenn man jetzt sich als katholisch zum Beispiel bezeichnet, also richtige Zugehörigkeit? Vorstellungen von Homogenität und wer da anders ist, gehört da eigentlich nicht dazu oder ist einfach weniger wert. Schlussfolgerung, es ist nicht die Vielfalt, ja, oder die Unterschiede, die sind nicht das primäre Problem, sondern wie sie von den Personen ideologisch bewertet werden, abgewertet werden
und die damit verbundenen sozialen Folgen. Das Zweite, was man jetzt gerade auch aus den beiden Studien lernen kann, ist, dass die Ablehnung von Vielfalt eng mit dem Erleben von Verlusterfahrungen zusammenhängt. Also wenn man das Gefühl hat, der soziale Zusammenhalt, die Einheit ist bedroht, und ich sage es nochmal, es reicht das Gefühl, dass das so ist, oder der Eindruck, oder die Einheit ist bedroht, oder die eigene Macht ist bedroht, oder der Zugang zu Ressourcen ist bedroht, oder die eigene Repräsentanz ist nicht gewährleistet in einem System, oder es ist nicht möglich, hier ausreichend zu partizipieren. Das sind die Grundlagen dafür, dass Vielfalt abgelehnt wird. Ja, also es wird nicht zuerst die Vielfalt abgelehnt, sondern die Ablehnung von Vielfalt resultiert eigentlich aus solchen Systemproblemen. Was jetzt umgekehrt bedeutet, dass die Anerkennung von Vielfalt Vertrauen benötigt in Zugehörigkeit und Zusammenhalt, dass die Anerkennung von Vielfalt, das ist jetzt quasi für die Seite der Mächtigeren in einem System gesagt, Selbstrelativierung und Machtrücknahme bedeutet. Und auf der Seite der weniger Mächtigen die Anerkennung von Vielfalt Repräsentanz benötigt und Partizipation. Und das scheinen mir Punkte zu sein, die jetzt sowohl gesellschaftlich relevant sind und momentan mehr als fragil und bedroht sind, und auf der anderen Seite auch für die Kirche ein hilfreicher hermeneutischer Zugang, um die Schwierigkeiten mit Vielfalt, die es gibt, besser verstehen und dann auch entsprechend praktisch angehen zu können. Was uns die Studien auch lehren, ist, dass die Ablehnung von Vielfalt eng mit handfesten materiellen, demografischen, kulturellen, historischen und politischen Faktoren zusammenhängt, weil eben Geschlecht, Alter, Bildung eine Rolle spielen, und das auch in der Kirche, weil man eben nicht vergessen darf, wir haben ja in der Kirche auch logischerweise Personen, da wir ja Bürger und Bürgerinnen mindestens zweier Welten sind, eine Prägung der handelnden Personen von Normalgläubigen bis hin zur Kirchenleitung, bis hin zu Bischöfen, durch eine bestimmte kulturelle und politische Erfahrung im Umgang, in der Wahrnehmung mit Vielfalt, mit Diversität, mit Andersheit, mit Anderssein und mit Fremdsein. Und das wird natürlich auch in den kirchlichen Raum mit hineingebracht und wirkt damit. Das kann man jetzt vor allen Dingen das ist mir zumindest bei der Kontinentalsynode in Prag sehr deutlich aufgefallen, wie stark man da eigentlich die politische Geschichte der handelnden Akteure mit berücksichtigen muss, um zu verstehen, was hier eigentlich läuft. Beunruhigend ist, wenn wir sehen, jetzt bei der Mitte-Studie beispielsweise, dass die extremen Positionen ja gar nicht so häufig anzutreffen sind, dass es jetzt quasi durch die Forcierung in politischen Diskursen oder in medialen Diskursen da geschehen kann, dass extreme Positionen zum Erleben von Vielfalt, wenn sie propagiert werden, wenn sie öffentliche Anerkennung finden, auch dann, wenn sie in der Minderheit sind, in der Mitte zu Verschiebungen führen können. Sie erinnern sich an die Teils-Teils-Antworten und den Anschein einer Polarisierung erwecken. Es ist ja, ich habe es noch nicht ganz ausgelesen, aber es gibt ja eine neue Publikation, Triggerpunkte von, ich glaube, Stefan Mau heißt er, der diese These von der Polarisierung ja eigentlich deutlich bezweifelt, und mich hat das auch etwas überzeugt, vor dem Hintergrund der Daten, dass nämlich quasi Extrempositionen, wenn sie nur ausreichend laut sind, erstens den Eindruck erwecken, alle sind zerstritten, und zweitens sich dann natürlich auch auswirken auf die Wahrnehmung und auf die Einstellungen der Mehrheit in der Mitte, um die da halt jeweils gerungen werden müsste, sowohl gesellschaftlich als auch kirchlich. Und nicht zuletzt, und das gilt für die Gesellschaft in Bezug auf ihre Einstellungen zur Demokratie, aber ich glaube, es gilt auch innerhalb der Kirche, die Art und der Inhalt von Religiosität wirken sich ebenfalls entscheidend auf die Einstellungen zu Vielfalt aus. Ich bin bei den Ursachen, da kann ich natürlich unmöglich alle anführen, die es gibt. Ich habe Ihnen ein paar Punkte zusammengeschrieben, die mir persönlich in den letzten Jahren in meiner Forschung, aber auch in meiner, ich sage jetzt mal, politischen Praxis zunehmend wichtiger geworden sind. Ganz wichtig, die Rede von einer angeborenen Ablehnung von Vielfalt, also dass es quasi normal ist, dass man vor dem Fremden Angst hat, halte ich nur wirklich äußerst begrenzt und eigentlich gar nicht für tragfähig, weil gerade ein sozialwissenschaftlicher Zugang sehr deutlich macht, wie stark das Verhältnis zu Vielfalt erlernt ist, geprägt ist, erworben ist,
Und zwar durch unterschiedliche Faktoren. Ein paar sind hier aufgelistet. Biografisch, durch Familiennarrative. Man redet nicht mit Fremden, das sagt man heute immer noch in vielen Familien. Hat mir mein 4-jähriger Sohn schon gesagt, weil ich rede auf der Straße halt manchmal einfach auch Leute an, die ich nicht kenne, weil ich wissen will, was die da lesen oder so. Ja. Der hat mir damals schon gesagt, Mama, bitte hör auf, das tut keiner. Ja. Also soziologisch äußerst sensibel. Das tut einfach niemand. Man redet nicht mit Fremden. Die Wahrnehmung von Fremdheit wird zu Hause gelernt, der Umgang mit Vielfalt desgleichen. Dann gibt es ganz hart handfeste sozioökonomische Faktoren, zum Beispiel der Mangel an Begegnungen im öffentlichen Raum. Das hat die Friedensforschung schon in den 70er Jahren, finde ich, sehr schlüssig gezeigt, dass eine Gesellschaft dann einen stärkeren Zusammenhalt und eine stärkere soziale Kohäsion hat, wenn es viele Möglichkeiten gibt, dass sich Menschen aus unterschiedlichen Gruppen im öffentlichen Raum treffen können. Ja, also die müssen sich dort nicht lieben, aber dann kennt man halt die Milchfrau und man kennt den Nachbarn. All diese Räume sind nicht zuletzt auch durch die neoliberale Privatisierung des öffentlichen Raums sehr zurückgegangen. Man muss fast überall zahlen, wenn man sich wo treffen will. Öffentliche Räume sind weniger. Die Wohnbaupolitik trägt das ihre dazu bei. Auch das Wegbrechen des Wohlstands, das hat der Bankier Mischra sehr schön gezeigt. Also das hat ganz handfeste Faktoren, soziale und ökonomische, ob man lernen und üben kann, wie man Vielfalt wahrnimmt und wie man miteinander lebt. Könnte man sich überlegen, welche Faktoren das zum Beispiel im innerkirchlichen Raum sind. Dann gibt es sowas wie ein kulturelles Gedächtnis. Das kann dann durch Leitungspersonen, politische, religiöse, reaktiviert werden. Das sind Narrative über Juden, die seit Jahrhunderten in unserem Gedächtnis sind. Erzählungen über Muslime, über gleichgeschlechtliche Menschen, all das steckt im kulturellen Gedächtnis und es ist sehr unwahrscheinlich aus soziologischer und historischer Sicht, dass sich das in nur 2 Generationen entlernen lässt. Das noch dazu, wenn es nicht bewusst und gezielt angegangen wird. Politisch durch die Reaktivierung des kollektiven und kulturellen Gedächtnisses, wenn man zum Beispiel solche Narrative politisch instrumentalisiert, also die berühmte Entgegenstellung von christliche Werte und islamische Werte, das abendländische Weltbild und das orientalische Weltbild. Man kennt diese Dinge ja alle. Religiös, die impliziten Theologien der Vielfalt, die man bei Predigten hört, die man im Religionsunterricht hört, falls man überhaupt was davon hört, explizit, stecken ja dann doch in vielen Aussagen, die jetzt religiöse Meinungsbildner formulieren auch implizit immer Aussagen darüber, wer denn die anderen sind. Das betrifft jetzt natürlich auch die innerkirchlich eigenen jeweils anderen, also die intrakirchliche Vielfalt. Also wie spricht man über den kirchlich, theologisch anderen? Ja, ist das abwertend? Ist das um Verständnis suchend? Auch das prägt. Und dann natürlich die geschichtlichen Faktoren einer totalitären oder ich sage jetzt auch faschistischen Vergangenheit, unter der ja ganz Europa leidet. Rassistische, antisemitische Erbschaft im kulturellen Gedächtnis, all das prägt natürlich sehr. Das mag Sie jetzt etwas frustrieren. Mich hat es frustriert, je mehr ich geforscht habe, weil ich mir gedacht habe, naja, wir sind in unserer Freiheit, uns auf den je anderen und die Vielfalt zu beziehen, vielleicht doch nicht so frei, wie wir das gerne wären. Das Positive ist, wenn man es gelernt hat und erlernt hat, kann man es auch wieder verlernen. Das braucht natürlich Aufwand und Initiativen. Und was ich jetzt quasi aus einer theologischen Perspektive oder auch aus einer philosophischen auf jeden Fall auch noch festhalten möchte, die Einstellung zu Vielfalt ist immer auch eine ethische Entscheidung. Das vergessen die Sozialwissenschaftler immer, wenn sie nahelegen, wenn man so und so soziodemografisch konfiguriert ist oder zu der Gruppe gehört, muss man irgendwie so und so reagieren. Oder man redet sich auf soziologische Studien aus und sagt, naja, wenn die Migranten so viele sind, ist ja kein Wunder, dass man fremdenfeindlich ist. Ja. Ethisch, also theologisch-ethisch stimmt das nicht, ja, weil ich kann auch meine eigenen Einstellungen und ich habe auch meine eigenen Einstellungen ethisch zu verantworten oder etwas technokratisch formuliert zwischen dem Reiz der Begegnung mit Vielfalt und mit Reiz, lustig fällt mir jetzt erst auf, ist eigentlich doppeldeutig, ich meine hier quasi den Impuls, ja. Also wenn mir etwas anderes, jemand Fremder, eine andere Meinung begegnet, ja, und dem, wie ich darauf reagiere
Und die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass man da auf eine erlernte Art und Weise reagiert. Gibt es aber immer einen freien Zwischenraum, in dem ich wählen kann, wie ich auf den je anderen, wie ich auf Vielfalt reagiere. Und dieser freie Zwischenraum ist der Raum, in dem man eine ethische Entscheidung fällen kann und darf. Und den gilt es in entsprechenden Bildungsprozessen und Dialogprozessen immer weiter zu weiten. Und das halte ich für eine Menschheitsaufgabe, die nicht so einfach ist. Und vor allen Dingen ist sie unangenehm und ich frage mich immer, wie man Menschen dazu gewinnen kann, etwas zu lernen, was nicht angenehm ist. Was heißt das jetzt für die Kirche? Das wären jetzt ein paar so Schlussfolgerungen. Ich glaube, es ist wichtig, einen sehr nüchternen, realistischen Blick auf die Vielfalt zu haben. Ich finde den speziell jetzt auch in den alttestamentlichen Texten wieder. Also es geht nicht darum, Vielfalt zu idealisieren, sondern sie ist zunächst einmal als Faktum anzuerkennen, und dann quasi zu lernen, zu gestalten und anzuerkennen, dass sie bereichernd ist und bedrohlich gleichzeitig und dass sie immer geprüft und gestaltet werden will. Wir haben ja im kirchlichen Raum momentan ganz viel Rede von der Unterscheidung der Geister. Da können wir nachher drüber diskutieren, ob das das geeignete Instrument ist in dieser Art und Weise und vor allen Dingen, welche Rolle Theologie dabei spielt. Aber Faktum ist, sie muss auf jeden Fall mal geprüft werden. Ich finde außerdem, dass auch die Bibel im Umgang mit Pluralität diesbezüglich sehr klug ist, weil die Tatsache, dass Ethik, Recht und Gerechtigkeit so eine zentrale Rolle im Alten und im Neuen Testament spielen, wird in der Rezeption nicht immer so wahrgenommen, ist für mich auch ein Indikator dafür, dass man einfach weiß, die Vielfalt hat auch gefährliche Seiten. Sie kann zu Gewalt führen, sie kann dazu führen, dass die Stärkeren über die Schwächeren herrschen, sie kann dazu führen, dass dann die Freiheit eingeschränkt wird. Und daher ist Vielfalt jetzt, so wie ich das wahrnehme, aus einer bibeltheologischen Perspektive, immer nur zusammen und in Spannung mit Ethik, Recht und Gerechtigkeit zu denken und auch zu praktizieren, damit die Freiheit bewahrt, die Schwächeren vor den Stärkeren geschützt werden, und quasi die positiven Dimensionen der Vielfalt überhaupt sich entfalten können, und nicht zu Gewalt und Zerrissenheit, führen. Der Heilige Geist wird jetzt, wenn ich jetzt an das kommende Pfingstfest denke, als Quelle der Vielfalt beschrieben und auch als das Subjekt der Einheit, als Prozess. Einheit ist, wenn ich es richtig verstehe, kein Zustand, sondern eigentlich ein menschheitliches Beziehungsgeschehen einer Vereinigung, ja, in der wir drinnen stehen. Und das setzt dann als zweites voraus, dass quasi innerkirchlich die fundamentale Gleichheit aller Gläubigen anzuerkennen ist, Kraft der Taufgnade. Bei gleichzeitiger Würdigung der Verschiedenheit der Charismen, davon haben wir ja vorher auch schon gehört bei Kollegen Söding, der Gaben, der Aufgaben, der Rollen und der Ämter. Und dazu ist es wichtig, diesen Unterschieden nicht auszuweichen und sie quasi entweder durch Einheitsvorgaben zu unterdrücken oder zu behübschen. Also ist es alles so wunderbar bunt in Gottes Blumengarten, sondern sich mit diesen Unterschieden aktiv auseinanderzusetzen. Aber, und das haben wir ja aus der Mitte-Studie gelernt, das kann nur gehen, wenn gleichzeitig und eigentlich zuerst Gemeinsamkeit und Zusammenhalt gestärkt werden, aber nicht durch Appelle, sondern durch gemeinsames Leben, Erfahrungen, gemeinsames Entscheidungsstärken. Das ist mein Eindruck, das ist eines der zentralen Anliegen von Papst Franziskus im synodalen Prozess, durch zum Beispiel diese runden Tische da solche gemeinsamen Erfahrungsräume zu eröffnen, weil erst auf der Basis von Gemeinsamkeit und dem Gefühl, okay, wir gehören hier zusammen, es auch möglich wird, die durchaus scharfen Konflikte, die sich beim Benennen von Unterschieden zeigen, und auch da hat der Kollege Söding ja schon schön gesagt, da wird durchaus auch mit harten Bandagen gekämpft, ja, also die ganze Bibel ist auch ein Konfliktbuch, diese Unterschiede zu benennen, anzuerkennen, zu bearbeiten und gegebenenfalls auszuhalten. Ich habe da sehr viel aus der jesuitischen Tradition gelernt, dass es darum geht, auch das Argument des anderen zu retten. Da gibt es eine ganze Anleitung, wie man das macht, also sich auch wirklich zu bemühen, was ist denn das Wichtige im Argument einer anderen Person, deren Meinung ich so gar nicht teilen kann, aber natürlich auch Widerspruch zu üben, die Erfahrung zu ermöglichen, dass wir nicht trotz, sondern wegen unserer Unterschiede gut zusammenleben können, weil wir einander brauchen, weil wir verschieden sind und nicht obwohl. Also die Mehrheit der Leute sagt,
wir leben gut zusammen, obwohl wir verschieden sind, finde ich immer schade, weil da auch quasi im Hintergrund die Theorie steht, Unterschiede sind eigentlich ein Problem. Ich glaube das nicht, sondern wir brauchen einander genau deshalb, auch wenn es nicht immer sehr angenehm ist. Was wir dringend brauchen, sind Theologien der Vielfalt als Grundlage für die Weiterentwicklung einer Spiritualität, die vielfaltsensibel ist. Ich komme stark aus dem interreligiösen Dialog. Da habe ich gelernt, auch ein jesuitisches Zitat, dass Religiosität eigentlich im 21. Jahrhundert nur bedeuten kann, interreligiös nicht nur zu handeln, so als Sonderzone, sondern auch die eigene christliche Spiritualität interreligiös zu formatieren. Da sind wir mittendrin. Ja. Oder wenn ich es jetzt innerkirchlich sage, auch plural in mir selbst zu sein oder wie der Kollege Söding gesagt hat, mit dem Kopf des, ich glaube, es war mit dem Kopf des anderen zu denken und vielleicht nicht nur zu denken, sondern auch mitzufühlen, ohne dass ich deswegen meine eigene Sichtweise oder Position deswegen aufgeben muss. Und was wir auch lernen durch diesen engen Zusammenhang von Pluralität, Recht und Gerechtigkeit, dass Recht und Gerechtigkeit auch in der Kirche ganz zentral sind, was dann zur Folge hat, dass auch Machtdynamiken im Umgang mit Pluralität zu reflektieren und zu gestalten sind, ganz, ich bin da sehr altmodisch, also zu zivilisieren sind. Es ist wichtig, sich mit Fremdheit auseinanderzusetzen und sie nicht wegzuwischen, also Fremdheit im Sinne der Alienität als einer konstitutiven Dimension Gottes. Also Gott ist, die Margret Poret hat das so schön formuliert, der Fernnahe und immer auch der ganz Fremde und der ganz Andere, ja, und zugleich der ganz Nahe. Das mit dem Fremden lasst man gern weg. Ähnlich auch der Mensch, jeder einzelne andere Mensch in seiner Andersheit, auch der, mit dem ich einer Meinung bin, auch dieser Mensch bleibt mir letztlich ein Geheimnis, ein unerschöpfliches, das ich immer wieder neu verstehen lernen kann und muss. Was wir dringend bräuchten, wäre auch eine Konflikttheologie und damit verbunden eine entsprechende Konfliktpraxis im Umgang mit diesen vielfältigen Unterschieden, Fremdheitserfahrungen. Ich habe in einem Büchlein von Papst Franziskus, Wage es zu träumen, da einen Ansatz gesehen, wie er das zu denken versucht. Er spricht ja auch immer wieder davon, dass es darum ginge, die Widersprüche und die Gegensätze, die einander scheinbar ausschließen, so zu bearbeiten, dass dabei eine schöpferische Spannung entsteht, die etwas Neues dabei entstehen lässt. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Setzt natürlich auch voraus, dass man die Unterschiede jeweils klar benennt, ohne Abwertung, auch ohne Aufwertung. Und setzt auch voraus, dass man hier sehr viel an sich selber arbeitet, ja? Also am eigenen Confirmation Bias nennt man das in der Psychologie, also der Tendenz von allen Menschen, dass sie, wenn sie etwas lesen oder etwas hören, vor allen Dingen das hören und wahrnehmen, was die eigene Sichtweise bestätigt. Das verlangt eine eigene Übung, genau auf das zu hören und das wahrzunehmen, was mich irritiert und sich mit dem genauer auseinanderzusetzen. Das ist aber wichtig, um Konflikte jetzt in diesem Sinn führen zu können. Es verlangt eine Entidentifizierung mit den eigenen Meinungen. Also das ist was anderes als Aufgabe eigener Meinungen. Ja. Also, aber es heißt, dass ich quasi mich selbst und das, was ich als Person bin, nicht total identifiziere mit meiner eigenen Meinung, weil die kann ich sonst niemals ändern, wenn ich total identifiziert bin mit der. Also ich bin mehr als meine Meinungen, hoffentlich. Dass ich mich einübe in Multiperspektivität, also mit dem Kopf des anderen denken lerne, dass ich Ambiguitätstoleranz einübe, also es aushalte, dass die Wirklichkeit nicht schwarz-weiß, entweder oder ist, sondern gut katholisch et, ohne dass das jetzt in sich in Beliebigkeit auflöst. Und die Einübung in eine Haltung der Indifferenz, also dass ich in Konfliktsituationen wirklich so indifferent bin, dass ich es auch durchaus für möglich erachte, dass möglicherweise vielleicht der andere etwas besser erkannt hat als ich. Ganz zentral jetzt auch im Sinne mitten in diesen spannungsgeladenen Unterschieden leben zu können, ist ja anstrengend, ist quasi in Bezug auf die Einheit auch eine gemeinsame Vision zu haben. Das ist jetzt nun kein biblisches Wort. Da hat auch der Kollege Söding vorher so schön formuliert, den Begriff der Verheißungen, und das ist ja ein persönliches Versprechen.
die müsste man wahrscheinlich viel stärker wieder in Erinnerung rufen, dass wir gemeinsam aus diesen Verheißungen, wie sie in der Heiligen Schrift formuliert sind, leben. Und die geben auch einen gemeinsamen Zukunftshorizont, was dann in der Praxis heißt, man braucht auch gemeinsame Ziele, gemeinsame Aufgaben, wo man dann lernt, na, der andere ist ja eigentlich eh nicht so schlimm und bedroht mich nicht, sondern ist eigentlich ganz gut, dass der Dinge kann, die ich nicht kann. Und dass man Einheit eben nicht als Zustand versteht, auch nicht als einer, der auf Erden jemals so bestehen wird, sondern als einen Beziehungsprozess versteht, der ein Zeichen von Gerechtigkeit und Recht sich vollzieht. Heißt praktisch, dazu braucht es jede Menge Bildung und das Christentum ist, habe ich auch beim Kollegen Söding gelernt in seinem wunderbaren Buch, das Christentum ist eine Bildungsreligion. Das darf und kann gerade, das glaube ich, auch der deutschsprachige Raum sehr, sehr intensiv in Erinnerung rufen. Es braucht Dialogräume, um aus den eigenen Blasen zu kommen und einander besser verkennen und verstehen zu lernen und gegebenenfalls auch die entsprechenden Konflikte zu führen. Es braucht ein Kirchenrecht, das Strukturen schafft für ein Erleben von Vielfalt als Bereicherung. Synodalität ist aus dieser Sicht tatsächlich für mich ein ganz hervorragender Übungsraum dafür. Ob das klappt und gelingt, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich sehe eigentlich keine Alternative. Und nicht zuletzt möchte ich daran erinnern, dass in unseren Festen und in unseren Feiern da ja schon vorweggenommen wird, dass es möglich ist, in Verschiedenheit miteinander Gott zu ehren und Gott zu loben und auch zu klagen. Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Quelle, die man vielleicht noch stärker in den Blick nehmen sollte, dass hier diese Egalität und diese Einheit in Vielfalt auf der liturgisch-symbolischen Ebene sich ja schon auf Erden ein Stück weit zeigt. Im Judentum habe ich gelernt, da wird heftig gestritten und dann heißt es, und jetzt ist Kaddisch. Jetzt wird dann gebetet. Das ist ganz wertvoll, das können wir auch. Drei Zitate zum Schluss. Ein eher intellektuelles von der Hannah Arendt aus Wahrheit und Politik, wo sie sich zur Frage der Meinungsbildung äußert. Eine Meinung bilde ich mir, indem ich eine bestimmte Sache von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachte, also wieder mit dem Kopf des anderen denken, indem ich mir die Standpunkte der Abwesenden vergegenwärtige und sie so mitrepräsentiere. Dieser Vergegenwärtigungsprozess akzeptiert nicht blind bestimmte, mir bekannte, von anderen vertretene Ansichten. Es gilt, mit Hilfe der Einbildungskraft, aber ohne die eigene Identität aufzugeben, einen Standort in der Welt einzunehmen, der nicht der meinige ist, und mir von diesem Standort aus eine eigene Meinung zu bilden. Und je mehr solcher Standorte ich in meinen eigenen Überlegungen in Rechnung stellen kann, und je besser ich mir vorstellen kann, was ich denken und fühlen würde, wenn ich an der Stelle derer wäre, die dort stehen, desto besser ausgebildet ist dieses Vermögen der Einsicht und desto qualifizierter wird schließlich das Ergebnis meiner Überlegungen, nämlich meine Meinung sein. Das könnte man in Gesellschaft und in der Kirche üben. Das ist nicht einfach, aber sehr bereichernd. Dann wird Vielfalt nämlich aus meiner Erfahrung wirklich bereichernd. Das zweite ist ein spirituelles Zitat, in dem finde ich auch implizit sehr schön drinsteht, welchen Sinn unsere Unterschiede haben, nämlich welchen lebenspraktischen Sinn. Das ist von Aelred von Rivaux, einem Zisterziensermönch aus dem 12. Jahrhundert. Gott könnte jeden, den er erwählt, augenblicklich zur Vollkommenheit führen und jedem Einzelnen alle Tugenden schenken. Dann wären wir vollkommen. Dann wären auch alle gleich, weil wir sind alle vollkommen. Aber in seiner liebenden Vorsehung handelt er an uns, sodass einer den anderen brauche und in ihm besäße, was er nicht in sich selbst findet. Und jetzt kommt die Pädagogik. Die spirituelle Pädagogik. Auf diese Weise soll die Demut bewahrt, die Liebe vermehrt und die Einheit erkannt werden. Auch noch ein wichtiger Punkt. Die Einheit ist schon da. Ich muss sie nicht herstellen, ich muss sie quasi wahrnehmen, dass sie eine Lebensmöglichkeit ist. Und das heißt, Unterschiede, mit denen wir konfrontiert sind, können auch aus einer spirituellen Perspektive wahrgenommen werden und sind quasi eine spirituelle Einübung,
In Demut, in Liebe und in das Erkennen von Einheit. Und ganz zum Abschluss möchte ich Sie erinnern, Sie und mich daran erinnern, wie die katholische Kirche ihre eigene Sendung versteht in Lumen Gentium 1. Und auch da geht es um Einheit und Vielfalt. Und ich glaube, dass dieses Lumen Gentium aktueller ist denn je. Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott. Da steht im Lateinischen die Unificatio, also das beschreibt einen Prozess, wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Diesen Satz darf man jetzt, also würde ich mir wünschen, wenn man das im Kontext dessen versteht, was wir bei dieser Tagung erarbeiten, zu diesem spannungsgeladenen Verhältnis von Einheit und Vielfalt. Dann ist es aber kein triumphalistischer Indikativ, wie man ihn verstehen könnte, sondern ist eigentlich oder könnte dieser Satz auch eine Verheißung sein, eine Zusage sein, wir können das, ja, und von daher dann ein Auftrag und eine Aufgabe in einer Welt, die von Pluralität als Normalität gekennzeichnet ist, die sich mit dieser Pluralität und Diversität entsetzlich und sehr, sehr schwer tut, momentan in besonderer Weise in der Kirche und in der Gesellschaft. Aber vor dem Hintergrund dieser Verheißung wäre es dann vielleicht sogar möglich, das ist zumindest meine Vision, auch wenn es momentan nicht unbedingt so ausschaut, in diesem Sinn könnte mit diesen Einschränkungen, könnte die Kirche dann eine Art Role Model werden, wie man Unterschiede, wie man Fremdheit, wie man Andersheit, wie man Vielfalt wahrnimmt, wie man mit ihr umgeht. Ich ergänze jetzt noch, wie man auch um sie ringt und streitet und wie es ausschaut, diesen Prozess, Einheit in Vielfalt zu werden und zu leben, sein. Punkt.